So Leute, da sind wir wieder. Au. Gerade noch immer mittendrin im Final Rebound. Solar Panels produzieren. Ja. Was brauchen wir noch? Genau, wir brauchen noch. Also ich habe jetzt inzwischen schon alle Generators gebaut. Alles was wir jetzt noch brauchen ist die ganzen Electric Circuits. Das sind ganz genau 6 Stacks. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich mach schon mal einen Teil davon. Jo. Ich ordne dabei mal ein bisschen Zeug in der Bench an, damit es schon mal craftbereit ist. Warte, Redstone glaube ich brauche ich auch noch, gell? Ja. Für was? Für die Circuits. So. Dürfen jetzt wir aber nicht haben. Creeper beim Eingang? Ja, lassen. Komm her. Ich locken ins Wasser und unterlassen. Einen Schlag noch, oder? Nein, ich habe noch gar nicht geschlagen. Hey. Perfekt. Oh, ich bin schon Level 13, was geht? Ich bin Level 8. Not bad. Willst du jetzt endlich mal die Refineries hinstellen, damit ich das mit den Solar Panels... Ja, ich brauche gerade noch ein paar Pipes, damit ich erstmal das Öl unten rauspumpen kann, aber gleich. Okay. Wir haben schon fast ein Stack, Ding. Ja. Circuits. Okay. Ah, fuck, wir... Oh, ja. Ah, anderes Wort mit F. Ah, Feuer. Feuer. Es brennt. Und wir brauchen noch ganz viele LV-Transformers und MV-Transformers. Nein Gott, wir brauchen LV-Transformers noch ganz viele. Und zwar 8 mal 3 sind 24 LV-Transformers. Ja, okay. Mache ich noch schnell. Viel Spaß. 24 LV-Transformers. Das heißt 24, ganz viel Wood. Ich mache nur mehr Cables. Da noch ganz viel Copper Cable und Copper. Unsere Ressourcen sind gerade so leer. Meinst du? Ja. Gerade jetzt knapp. Moritz, hast du Koppelkabel noch für mich? Ich bräuchte 24. Ich mach gerade noch. Nein, Quatsch, ich brauche 48. Es müssen theoretisch nur welche drin sein. 48, mir fehlen 5. Ja, okay, Moment, 5. Da. Dankeschön. Dann 24 LV-Transformers. Was noch? Wir brauchen noch... Ah genau, 3 MV-Transformers. Okay. Das ist auch schnell gemacht. Und Maschinenblock. 3 Maschinenblocks, das heißt 24 Eisen. Zack. Was stöhnst du so rum, Simon? Welche Pipes sind gleich nochmal die, wo man einstellen kann, wo was hin... warte, da hilft mir. Brauche ich einfach nur ein Iron Pipe, gell, und einen Wrench. Für was brauchst du das? Damit, das Fuel, das Öl, das unten rauskommt, nur in die Teleport Pipe reinfließt. Weil das wird er gesammelt und soll dann in die Teleport Pipe rein. Das ist egal, glaube ich. Außerdem gibt es keine Waterproof Iron Pipe. Ich merk's gerade. Deswegen. Das ist egal. Ja, die Flüssigkeit geht ja nicht. Einfach, ich lasse es einfach noch unten liegen. Ja, genau. Die Flüssigkeit geht ja nicht durch Wooden Pipes wieder in den Tank rein. Ja. Ich habe gerade bemerkt, dass ich Scheiße gebaut habe. Wieso? Weil ich gerade aus Versehen 4 Iron Furnaces gemacht habe und nicht 4 Iron Blocks. Also Machine Blocks. Was brauche ich jetzt? Ich habe vergessen, was ich brauche. Ich weiß es auch nicht. Genau. Dafür brauche ich sowas. Ich brauche jetzt erstmal wieder Rubber. Wie viel? Viel. Okay. Viel. Ich brauche jetzt erstmal Redstone Engines, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machst du das alles, also dass man die alle außen einschalten kann, wenn man will? Mit einem Lever. Jo. Oder können wir danach also, auch machen? Können wir danach machen. Ich mache jetzt erstmal einzeln, okay? Genau. Ich glaube, ich geht schneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, Redstone Engines. Yay. Ich hasse Redstone. Pistons kannst du kondensen, gell? Pistons kann ich kondensen? Ja. Das ist sehr gut. Haben wir noch Pistons? Nein, haben wir natürlich nicht. Nicht? Dann Moritz hat mal ganz viele gemacht. Erstmal, warte. Was? Du hast doch mal ganz viele Pistons gemacht. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, kann sein. Irgendwann mal. Genius. Brauche ich das? Dann brauche ich noch Boden Gears, und zwar 14 Stück. Haben wir noch irgendwo ein Overclocker-Upgrade oder sowas? Nein. Oder? Wieso ist eigentlich noch so viel Shit im temporär Ding für den Unextracted. Einer auf einmal, Jungs. Nur temporär für den Extractor. Nein, haben wir nicht. Und ich glaube, da gehen keine. Wieso ist noch so viel Shit im Project Table drin? Weil wir da gerade die Solar Panels bauen. Achso. Deswegen steht auch ein Crafting-Table daneben. Ja, den benutze ich ja auch. Wie viel brauche ich? 7. Ich baue dabei schon mal eine MFE für die Solar Panels. 14×4, was sind 14×4? 40, 16, 56. Was machst du gerade? Boden Gears. Mhm. Ich brauche noch Energy Crystals. 6. 8, 16, 32. Ein halben Stack Redstone. Und 4 Diamonds. 2, 3, 4. Zack, 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 zack. So, das heißt, ich mache einen Pisten. MFE ist auch gebaut. Und Fiberglass Cable. Und ich wäre ready, das anzuschließen. Was denn? Wenn wir die Solar Panels hätten. Moritz, wie lange brauchst du noch? Ja, länger. Oh, scheiße, wir haben fast kein Iron mehr, Alter. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen heftig. Ich brauche nur 2 Stacks Rubber. Wofür brauchen wir die Solar Panels gleich nochmal? Für die Refinery. Okay. Weil ich habe mir nämlich gedacht, die Refineries brauchen so viel Strom, wenn wir das an unser jetziges Stromsystem anschließen, packen das die Geothermalgeneratoren nicht mehr und irgendwann haben wir keine Energie mehr. Deswegen jetzt in Zukunft alles, was wir mit Energie brauchen, was viel braucht, schließen wir einfach extra Energiesystem an. Genau. Mhm. Ich mach mal ein bisschen Blaze Rods zu Iron. Mhm. Zack. Moritz, wer bist du? Ja, noch ein Stack. Dann warte mal kurz. Dann kriege ich den nächsten Schwung Copper Cables, das heißt, ich kann wieder einige Circuits bauen. So. Wie viele hast du jetzt schon? Warte mal, wie viele brauchen wir? Wir brauchen 3 mal 6 Stack Circuits, Circuits, oder? Ja, und einer liegt schon drin. Das heißt ein bisschen über 1. Okay. Soll ich da mal schon einen Stack verbauen? Ja, kannst mal. So, ich bin wieder da. Raffi, wie schaut's mit der Zeit aus? Zeit 10 Minuten. Einwandfrei, dann schafft es das halt. Ja, die Solar Panels schaffen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Na. Pistons brauche ich dann 7. Du hast ja gar keine Dings mehr dran. Kein Holz. Ja, das ist gerade fertig geworden. Deswegen du jetzt den nächsten Stack rein. Okay. Weil Copper-Kabel kann man immer brauchen. Wie viel kriegst denn du aus einem Stack Copper-Kabel? Genügend. Also, was machst du jetzt? Copper-Kabel. Okay, ich bräuchte noch einen Stack Circuits, dann könnten wir einen Stack von allem verbauen. Ja, okay. Na scheiße, Refined Iron vergessen. Haben wir doch hier noch genug dran. Dann haben wir gar nicht. Ja, aber... Hier ist doch noch ganz viel Koppelkabel. In der Chest. Ja, egal, ich verbaue jetzt erstmal das, was ich gerade gemacht habe. Okay. Kriegst du da einen halben Stack raus? Oder einen Stack Circuits? Schauen wir mal. Ein Stack Circuits. Ja, danke. Nein! Du machst jetzt kein 64 Mal. Ja, okay. Das heißt, wir haben jetzt schon ein Medium Voltage Solar Panel. Ja, das heißt, ich muss wieder Rubber kondensen. Das unsichtige Redstone Engine. Was? Da war gerade ein unsichtiger Redstone Engine. Sowas geht. Ja. Du hast das geschafft. Ich habe ihn hingebaut und er war unsichtlich. Okay. Jetzt ist über das wichtig. So, wir haben schon ein Medium Voltage Solar Panel. Das heißt, wenn du dann dein fertig bist, Team, dann können wir das erste schon anschließen. Ich bin gleich fertig. Wenn hier nicht die ganzen unsichtigen Redstone Engines wären. Dann schaue ich mir das mal an. Da dann. Das sind doch gar keine Engines. Da ist einer. Achso. Und da ist einer. Und da ist einer. WTF. Und da ist einer. Warum fließt da jetzt gerade was durch? Na, weil ich gerade aus Versehen auf den Lever gekommen bin. Achso. Und wo fließt das hin? Zurück in die Tanks, weil die Teleport Pipes noch nicht. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Genius. Und die Teleport Pipe geht nach? Gar nicht noch. Okay. Die würde dann in die Refinery eingehen. Die hier oben stehen. Das heißt, wir brauchen hier oben noch zwei Temporär-Tanks, oder wo das dann reingepumpt wird? Theoretisch, ja. Alter, bei der... Wir pumpen schon durch jeden ganzen Strahl raus. Ja, Öl. Jetzt ist sie in... Ding drin. Ja. In der Bowl. So. Jetzt warte mal, wo bauen wir jetzt die Refineries hin? Mach du das mal am besten. Das muss halt direkt nebeneinander sein. Also... Zum Beispiel... Ja, bau erstmal die zwei Tanks hin, wo das dann reingepumpt wird. Das Fuel oder das Öl? Das Fuel, das Öl. Also da, achso, da kommt kurz temporär Öl, oder? Ja, genau. Dann baue ich die einfach mal hier hin. Nein, nein, das geht nicht. Muss direkt nebeneinander sein. Direkt? Also hier und hier, also ein Block dazwischen Abstand. Hier und hier. Das geht nicht, weil jetzt hier die Leiter im Weg ist. Wo? Ja, hier, weil es geht jetzt hier so weiter. Das heißt, wenn du das eine hier hinstellst vielleicht, geht sich das aus? Ich glaube schon. Hm. Na, das geht sich auch nicht aus, verdammt. Kannst du die... Moritz. Ich kann Leiter auch eins weiter vorsetzen. Ja gut, dann setz eins weiter vor, passt. Da hast du hier die Tanks, dann hier rausgepumpt, hier Refineries, so. Perfekt. Dann hier Glasfaserkabel nach oben. in die Bedbox. So, genau. Dann muss, ja genau, da kommen jetzt Tanks hin. Dann brauchst du hier eine Wooden Pipe, damit es da reingepumpt wird. Das heißt, die Teleport Pipe von unten pumpt das Öl in die beiden Tanks hier rein. Ja. Das reicht auch, wenn du, ja, okay. So geht's natürlich auch. So geht's, oder? Ja. So, dann mache ich mal Can Receive True. Nicht fliegen und in der Teleport Pipe drin sein. Ich bin gleich wieder da. Ja. Dann kann ich oben vielleicht schon mal. Ist es gerade Nacht? Nicht geil. Doch. Echt? Oh. Mhm. Wie weit bist du mit deinen Sachen? Man kommt irgendwie nicht vorwärts. Okay. Ja, ich habe jetzt gerade mal wieder 3 Stacks von 6 hier für den nächsten Stack. Circuits. Und ich brauche noch 4 Stacks. Das ist nicht gut. Ich baue dabei ein bisschen was von dem Berg ab, der da oben über unserer Refinery hängt. Fahren wir mal die Bergspitze weg. Raffi, du könntest dir schon langsam mal überlegen, irgendwas für den Ding. Für den? Für die. Zum Kondensen, fürs Rubberwood. Haben wir nicht genug oder was? Den Blaze Rods. Ja, wo raus, weil die Geothermal unten, denke ich mal, werden nicht ganz reich. Blaze Rods. Aus der linken Kiste bei der unendlichen EMC-Maschine. Okay. Oh Gott. Ja, wäre ich dann anonym. Weil Circuit aufhängen again. Schon wieder. Ah, jetzt geht's das hat sich gerade irgendwie. Wollte es nicht starten. So. Auf ein neues. Wir schaffen das heute noch. Sicher. Ich habe mir wenigstens schon eine gute Frequenz ausgedacht, ja. Okay. Na dann. Zack, zack, zack. Wenn es Tag wäre, dann würden wir schon Strom produzieren. Okay, Raffi, wenn du jetzt mal in den Kondenser schaust, ich glaube ein halber Stack Blaze Rod hätte vollkommen ausgereicht. Ja, du brauchst ja genug Rubber, also viel Rubber. Ja. Können wir kurz schlafen gehen? Okay. Wartet, okay. Ich bin gleich auf dem Server. Jetzt bin ich auf dem Server. Wollt ihr kurz schlafen gehen? So, warte, wo ist das? Schlafen wir bei dem Masterbett. Okay. Na, eigentlich müssten Simon und ich mal wieder zusammen schlafen. Ja, damit es ausgeglichen ist. Du bist so ein Penis. Ich schlafe nicht mehr mit dir. Nein. Ich hätte dieses mit nicht sagen sollen. Ich hätte neben sagen sollen. So, oh, schauen wir in die MFE, wir produzieren glaube ich schon Strom, oder? Die ist hier oben drin. Ja. Boah. Hat Style. Jetzt brauchen wir hier noch 2 Redstone Engines. Damit es in die Refinery reingepumpt wird. Könntest du dir kurz bauen? Ich kann dir auch noch 2 Pistons geben. Ja. Warte, 2 Pistons. Ah, danke. Jetzt hast du genug Dings. Was? Bodenpipes. Bodenpipes habe ich noch 4 Stück. Das dürfte reichen. Ja. So, 4 Boden Gears. Raffi, du kriegst gleich den nächsten Stack. Wir brauchen aber insgesamt 2 Stacks. Was? 2 Stacks für einen Medium Voltage Solar Panel. Oh fuck. Das ist ein Engine, brauchen wir noch Glas. Haben wir noch Glas? Ja. Glas. Gears. Pistons und Wood. Verdammt. Ich setze gleich mal die Bodenpipes. Ja. Okay, ich habe 2 Redstone Engines. Musst du dann Wrench benutzen, um die Waterproof Pipes umzustellen? Ja. Um die Bodenpipes. Ah. Welchen brauchst du da? Den eisernen. Ja. Warum pumpt das so wenig Öl da rein? Das war nur gerade, weil ich aus Versehen gerade die falsche Frequenz eingestellt habe. Der pumpt noch gar nichts. Achso. Weil ich die eine auf 117 und die andere auf 118 habe und dann habe ich es hingetrimmt und hat da. Ja, ich stell unten schon mal die Engines an, okay. Macht es. Was habe ich jetzt gerade gesagt, brauche ich noch? An Wrench. Wo ist denn der drin? Electricity? Bei Rest, glaube ich. Bei Rest? Okay. Und hier unten ist auch noch eine Engine falsch. Das heißt, ich brauche den Wrench. Hier unten sind 2 Engines falsch. Hier unten brauchen wir auch noch mal einen Wrench. Okay. Zack, zack, zack. Wir brauchen da oben, um den Fuel rauszupumpen, eigentlich dann auch noch mal 2 Boden und 2 Dings, oder? So, was? Welches sind falsch? Der hier. Der da? Der in der Ecke. Muss ja nach unten schauen, genau. Und der links in der Ecke noch. Genau. Perfekt. Jetzt dürfte eigentlich ziemlich hart pumpen. Ja. Und jetzt müssen wir oben das Ganze anschließen, bevor... Aber wir sind schon bei 21 Minuten, Jungs. Schon wieder. Ja. Ja, das machen wir jetzt nur kurz. Fertig. Nein, Mann, das wird viel zu lang. Dafür wird die nächste Episode ein bisschen kürzer vielleicht. So, machen wir hier noch. Also, wir machen hier eine kleine Pause. Ja, okay. Tschüss. Simon sagt Tschüss. Tschüss. Tschüss.